So. Kann man immer mal gebrauchen. Multikill. Einfach mal einwerfen. Multikill. Monsterkill. Nicht? Ich hab gedacht, wäre vielleicht ein cooler Einwurf jetzt, aber ich glaube, das war's dann doch nicht. Gut. Aber Versuch macht klug, ne? Wissen wir ja. So, sonst gibt es hier nichts mehr, außer dass ich hier schon wirklich alles Mögliche angelegt habe, was ich finden konnte. Alter, übertreib mal. Mordserie. Ich werde hier gleich selber Opfer einer Mordserie, glaube ich. Gottgleich! Sehr schön. Bin zwar fast tot, aber gut, aber das hat nicht, das hat jetzt nicht viel mit RPGs zu tun gehabt. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Amoklauf. Alter. Übertreib mal. Gottgleich, ja. Schutzengel, irgendwas, ganz viel. Alle kaputt. Ach so. Bin ich vielleicht ein bisschen zu weit in diesen Gang da hinten reingelaufen. Passiert ja auch ganz gerne mal sowas. Und dafür ist hier eine schöne Truhe mit einer Top-Beleuchtung. Ein Stern. Sag ich doch. Weil die Animation kommt mittlerweile nur noch bei einem Stern. Oder kam die immer nur bei einem Stern? Ich weiß es nicht. So. Und sonst so? Hi. Was auch immer das für eine Made ist. Aber gut. Aber gut. Jetzt wird gleich hier wieder vollkommen übertrieben. Unaufhaltsam. Auf jeden Fall habe ich jetzt mehr Power als gerade. Das muss man zugeben. Gerade habe ich nicht die Spinnen mit einem Schlag zerkloppt, glaube ich. Multikill. Gott gleich, irgendwas. Ihr wisst Bescheid. Der Felsen hier ist auf der Karte nicht eingezeichnet. Finde ich uncool. Ich mache hier gerade alles kaputt hier wegen diesen Unterhose des Unfesselbaren. Weißt du, die darf mir doch nicht entgehen. Und ganz ernsthaft. Die Unterhose des Unfesselbaren. Hallo? Ihr wisst, von was wir da reden, oder? So, jetzt haben wir aber, glaube ich, alles. The underwear of the not tieable. My English is under all pick. But that's totally okay. Because I'm the master of disaster. Ein Checkpoint, sehr schön. Spiel gespeichert. Jetzt sollte ich nochmal rechts reingehen. So, die sind jetzt nicht mehr unbedingt ein Problem für mich, muss man ja sagen. So, in der Masse schon. Das ist jetzt hier so Diablo. In der Masse werden sie dann doch schon zum Problem. Sonnencreme der Untoten. So, freigeschaltet Metall total. Ihr seid jetzt komplett ausgerüstet. Ihr fühlt euch schwer an. Ich nehme noch das Geld hier mit. So. Jetzt gucken wir mal, was wir alles haben, oder? Das Heldenrelikt. Oh, geil. Plus 0,001% kritische Trefferrate. Das habe ich gebraucht. Steinbrecher kennen wir. Helm des Zwielichts. Topmoderner solarbetriebener Helm. Verleiht seinem Träger Nachtsicht. Sternzeichen-Ohrring. Plus 0,1 Verteidigung auf Ohren. Auf Ohren.
Card. Ehrenmedaille, doppelte EP-Gewinne, für alle Fälle. Die Diamanthalskette des funkelnden Klunkers. Ihr wurdet soeben der erste Gangster-Fantasy-Held. Nennt mich MC McCloud oder so. Egal. Geist des Typhon, Schaden gegen mythologische Kreaturen, plus 2% Ausweichchance. Schulterstücke des Lichtbringers, plus 3 Ritterlichkeit. Außerdem schick für dich Disco-Nächte. Das ist gut zu wissen. Schutzengel. Belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet wurdet. Passiert mir dauernd. Gut, dass ich das jetzt hab. Drags Armbinde verwandelt den Benutzer in einen Drachen. 12 Monate Abklingzeit. Lass mich raten, die ist jetzt vielleicht gerade so noch 11 Monate hin, oder? Kleinfingerhut des Flammenriesenponys, fragt lieber nicht. Ring des Glücks plus 5%ige Chance auf einen Gegenstand, den ihr tatsächlich gebrauchen könnt. Unterhöse des Unfesselbaren plus 250 Furchtresistenz. Warm und bequem. Beinschienen des tyrannischen Gladiatoren plus 10 Schaden gegen andere Spieler. Diese Beinbekleidung beweist außerdem euren Wert. Gestars Handgelenkschutz plus 10 Meuchelschaden. Feuerresistenz. Kriecher. Wenn das jetzt so von Creeper übersetzt wurde, dann spiele ich zukünftig alle Spiele lieber in Englisch. Kriecherentschärfungssatz hilft euch dabei, Kriecher am Explodieren zu hindern, vorausgesetzt ihr seid schnell genug. Abenteuergeist, plus 10 Draufgängertum. Unterseeles Stiefel, plus 10 auf Gorilla-Taktik, wenn der Boss einfach zu stark ist. Sonnencreme der Untoten. Untote bekommen jetzt einen Sonnenbrand, genau wie normale Leute. Boah, das ist Hardcore. Ring der Rinderbeherrschung. Plus 17% Schaden gegen Kühe. Man weiß nie, wann es sich mal als nützlich erweisen könnte. Ja, hat er recht. Man weiß ja nie. Dann schauen wir mal, was dieser Boss hier von uns will. Vermutlich will er was, sobald wir die Truhe öffnen. Deswegen gucke ich mich hier erstmal um. Nichts geil! Wollte ich schon immer mal haben. Hoppla, das hättet ihr wohl lieber nicht öffnen sollen. Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armeen befehligen. Die Macht des Kristalls wird euch dieses Mal nicht schützen. Seht dem Tod ins Angesicht. Der untote König und ich kriege hier keine Energie mehr raus. Verdammt. Ich die kaputt. Kriege ich ein paar Fledermäuse, bitte? Brauche ich die für Energie? Ganz cool. Dankeschön. Noch mehr bitte. Kann ich fliehen? Nö. Das wäre auch zu schön gewesen. Den irgendwie vielleicht in der Falle locken? Kann ich einen scheiß Trank nehmen? Natürlich nicht. Wäre ja sinnvoll. Goddammit! Ich hasse sowas. So, aber jetzt habe ich volle Energie, das ist gut. Das ist schon mal gut.
Ja, und ich hätte vielleicht... Feuer speichern sollen. Aber gut, das geht noch. Ob das noch geht, weiß ich nicht. Könntest du bitte normal angreifen? Wow. Aber immerhin viel Energie. So, kommt hier noch was? Weil sonst speichere ich nochmal. Nö. Weil dann habe ich die Hoffnung, dass ich die Monster nicht nochmal besiegen muss, weil ich ja dann nochmal gespeichert habe. Klingt eigentlich logisch, aber ob dieses Spiel wirklich so arbeitet, weiß ich nicht. So. Auf geht's. Erneut in den Kampf. Ich meine, so schwer ist der eigentlich nicht, wenn man ausweichen kann. Und deswegen ist er schwer für mich, weil ich absolute Lusche im Ausweichen bin, schon immer. Bla 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 bla. Dauernd in seine Zauber reinrennen. Das hilft meistens auch. Oh, und die Nerven. Ja, ich bin zu doof für solche Sachen. Sonst habe ich immer ewig gelevelt für sowas. Deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen still. Wieso kann er mich durch den Stein auch angreifen, so wie ich ihn? Ja. Nein. Schon wieder fast drauf. Scheiße. Natürlich nur zwei verschissene Fledermäuse blocken irgendwie so ein Lebensteil. Und er trifft mich immer aus irgendeinem Grund. Irgendeinem Grund trifft er mich immer. Ich müsste definitiv einfach mehr Zeit mitbringen, das weiß ich. Mache ich aber irgendwie aus irgendeinem Grund nicht. Und jetzt gibt mir keine, weißt du, da was. Ja, vielen Dank. Wenn es drauf ankommt, kann ich mein Leben voll gut halten. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Da waren noch mal 70 versteckt. Goddammit. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Er erwischt mich auch überall, der Penner.
Gott. So knapp. Alter. Perverser geht's, glaube ich, nicht mehr. Perverser geht's, glaube ich, echt nicht mehr. Kurze Pause, bis gleich.